Blub, 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 blub. Welche machen wir denn als erstes von den 30? Also, aber das haben wir schon eigentlich fast durch, obwohl die letzten Hilfe schon zu haben, erstmal beenden. Sind die verlorene Seele gen Nordwesten? Weil dann könnte zumindest die Reaktion von der Insel nicht mehr falsch interpretiert werden. So, weil hier ist die Frau runtergefallen. Ja. Das war der letzte Fall. Hier habe ich den letzten Hinweis bekommen, nachdem ich hier die Laterne aber war das mit den erleuchten lassen habe. Genau, ich muss mal die Laterne leuchten lassen und dann Richtung Nordwesten. Ups. Oh Gott, nein, 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 nein. Das. Geht's hier schön in die Höhle rein. Das ist eine Geschichte mit den Bildern von den 30. Nee, war das anderes. Weil ich hab's das Leuchtende. Hier, das ist nämlich das mit der verlorenen Seele. Das würde für mich Sinn machen. Würde passen. Kannst du jetzt machen. Also hier war das und dann Nordwest. Ja, dann 10. Finde die verlorene Seele gen Nordwesten. Ja. Also hier, wo wir jetzt sind, würde ich jetzt behaupten. Also macht für mich zumindest Sinn. Ja. Und du hast es fast geschafft. Grab 10 Schritte gen Norden und du hast den Schatz gerafft. Ja, Norden war jetzt hier lang, oder wie? Ja, kannst du sagen, Kompass, dann... Ja. Oh mein Gott, ich bin total eingeschlafen, was habe ich verpasst? Wir haben Hai gehabt, wir hatten gerade eine andere Crew gehabt, die es aber nichts wirklich getan hat, außer einer von den Mitgliedern. Ansonsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 vielleicht? Ansonsten haben wir hier auf der Insel 3 Rätsel. Da geht's schon mal nicht. Nee. Nee, dann ist ja wahrscheinlich nichts. Nee, einer muss hier die Leuchte machen. Oder ist es denn erst oben vielleicht? Vielleicht doch mal leiser da oben. Mein Gott.
was wird dann die verlorene Seele gegen Nordwesten? Dann müsst ihr mit 10 Stück dann irgendwo kommen und das nur Richtung Norden. Also hier auch eine. So ist auch ein Skelett. Freut sich, dass man ihn immer noch haben kann. Also sie soll ja im Nordwesten von der Frau sein, von der Leiche, und dann der Hieros müsste es dann ziehen, Stücke gen Norden. Warte mal. Nicht jetzt! Ein bisschen leiser gemacht, damit ihr mal hören, was du sagst. Hier oben ein Schatz. Aschgraue Truhe des Plünderers. Bin ich vorhin gehabt? Keine Ahnung. Steht hier oben. Aber jetzt hört sich doch nach einer guten Truhe an. Hier oben, auf dem Lager. Nehmen wir die doch mal mit. Die Karte haben wir noch. Ach ja. So. Ansonsten kein Plan. Eike, ich grüße dich. Wie war dein Tag bisher? Ich bin hier unten. Nope. Bruder, mache ich mich mal. Ich muss noch ein bisschen was machen. Viel Spaß und hallo. Also, Wuppi, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und die Tage spielen wir dann auch noch mal Sea of Thieves. Mann, nee. Warum machen wir? Dann kannst du auch noch mal von hier überprüfen. Das war der letzte Punkt, an dem ich mir ganz sicher war. Was, wo? Weil sie eindeutig was ausgelöst hatte. Bei dir da oben, nee, wo warst du? Nee, hier unten, bei der Leiche bin ich jetzt gerade. Also vor der Höhle. Ja. Genau. Und wenn du einfach von hier halt die verlorene Seele im Nordwesten findest. Also. Im Nordwesten, ja, das sind die Troller da drin. Vielleicht, ich weiß nicht, irgendwie noch was anderes zu verstehen wäre, aber lieber doppelt geprüft als. Ja, aber. Draußen vielleicht noch was in der Richtung. Natürlich sind wieder Geister. Geister. Nicht nur Geister. Ah, scheiße. Bleibst ja. Wie das auch so aussieht, so steh auf, los, steh auf. Oh, das war jetzt
Geist. Oh, hier draußen wäre ja nichts. Oder ist einfach nur verpackt, weil ich an der Stelle dann in den Pausenmenü? In diesem Problem mit dem Pausenmenü gekommen bin, genau. War das falsche Fass? Warte, ist das bei mir doch klappen oder nicht? Oh. Ich bin ja praktisch in dem Situation der Host und wenn ich in meiner Mission halt das irgendwie zu einem Bug gekommen ist, wodurch der Fortschritt nicht gezählt ist, wird der Fortschritt ja nicht weitergegeben. Das ist natürlich doof jetzt. Wenn solche Missionen irgendwo einfach wegwerfen. Wenn wir nochmal hier hinten. Wenn jetzt Lurk wollte noch ein bisschen zeichnen, ne? Und macht das. Ich glaube, bei Sea of Thieves werden wir es nicht so lange weitermachen. Da werden wir jetzt einen Bug haben. Ja, wird dir reicht, wenn wir die Mission einfach nur irgendwie wegbekommen. Ja, gut, ist aber so, wenn wir neu starten, ist sie eh weg. Ich meine, die eine Kiste wäre eh rausbekommen. Ja, die eine Kiste, wie gesagt, ich denke mir, dass es die eine Kiste schon war. Und, ja, gut. Weil jetzt gucken wir mal, vielleicht bei den anderen noch weiterkommt. Ich versuche das jetzt halt nochmal mit den drei Feuern, aber mit den drei Schädeln da und mit Feuer. Da muss eigentlich so ein grünes Funkeln kommen. Ja, oh Gott. Hui! Ich hab's überlebt. Wir haben ja auch die falschen Instrumente, das könnte natürlich auch sein. Das Happy Benjo. Ja. Howdy, partner. Oh, Mist. Ach, Geburtstag, also. Ist der jetzt hochgekommen? Da hinten rum. Da hinten gibt es einen Stein, über den du schräg hochlaufen kannst. Also hier. Genau. Da blinkt schon wieder. Guck mal, da blinkt schon wieder was. Aber es ist weniger geworden schon wieder mit der Reaktion von der Insel. Da brauchen wir was Fröhliches. So Happy Birthday nicht fröhlich wäre.
Keiner in Sicht. Ja, auch widersprüchlich, ne? Hier auch so eine Zeichnung mit Feuer und dann Happy Birthday. Happy Birthday an alle, die Geburtstag haben, wie das hier sehen. Ich glaube nicht, dass das mit der Musik zu tun hat. Ich glaube, das ist einfach generell, dass das ein bisschen entspannt. Natürlich. Oh Gott, nein, 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 aber das war ohne Musik. Und aber. Das wäre wahrscheinlich so einfach. Einfach nur zum Ausbruch. Ja, ja. Ruhig dich, Insel! Oh, hallo. Also, ich dachte schon. Ah, keine Muni mehr. Oh mein Gott. Was ist das? Weiß ich nicht. Ich sehe nur rot. Jetzt ist er. Au, 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 au. Oh nein, der Vulkan bricht aus. Hier nehme ich keinen Schaden mehr. Aber ich nehme Schaden. Ja, wahrscheinlich wegen dem Schwefelwasser im Wasser durch den Vulkanausbruch. Oh, das kann sein. Ich habe eine gute Kugel. Ja, du musst machen, aber nicht. Wenn ich hust, hust. Die Schiffe sind noch heile. Gut, wir dazu. Au, 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 au. Schwefelwasser. Schon mal etwas beruhigt zu haben. Ach, das ist überall. Ja, ja, das überall ist. Ekelhaftes Wasser. Ja. Hi. Das brennt. Nein. Ich kann nichts tun. Oh, brennt weniger. Warum wohl?
musst irgendwie hier reinkommen. Wie viel Leben hast du? Unter Hälfte. Scheiße. Warte mal. Nein, niedriger. Gut, du hast den Schatz aus mir aus der Hand genommen. Jetzt schwimmt im Wasser vor dem Schiff. Hui! Schwimmt auf dem Boot. Wo ist das jetzt? Da unten. Oh ja, toll. Im Wasser. Mach schon mal das Ding klar, wir reisen ab. Bin tot, ja. Ja gut, dann war's das. Ja. Dann war's das mit dem Schiff. Ein gutes Schiff. Das ist natürlich blöd. Karten sind verloren, scheißegal. Natürlich blöd jetzt. Ach ja. Oh. Karten sind verloren, oh nein. Wir brauchen wieder neue Karten und neue Schiffe und neue Ausrüstung. Und alles. Ja, immerhin haben wir jetzt die Mission hoffentlich nicht mehr. Das stimmt, das könnte gut sein. Das könnte gut sein. Also, jetzt machen wir Feierabend. Bis. Und wechseln zu Golfit. Oh, hi. Ja. Gibt's hier was? Gibt's hier was? Gibt's hier was? Ich laber nicht. Hi. Und der erhöht. Woo. Hier ist ein Fass. Boah, ich hab Holz. Geil. Hier sind nochmal Pfeffer. Nochmal Geysire. Freuen wir. Ach ja, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Oh, am Rande der Map. Glowstone Cay sind wir. Ja, moin. Ach, die Hühnchen sind weg. Ach ja. Wie wird die Zeit von den Spielen von Siemens Liedern gar nicht gezählt? Verdient es, also irgendwie gar nichts gezählt im Chipslock. Absolut gar nicht. Infos und Tipps. Ach Gott, das will ich. Ja, dann ist das halt so. Raten mal, stimmt, es wurde gar nichts gemacht hier. Ich habe nicht mehr nur 0 Minuten Siemens-Lieder gespielt. Das war schon ein bisschen länger bisher. Was mir noch aufgefallen ist, der hat auch die Seemeilen nicht mehr gezählt. Ja, bei der da hat er die ganze Zeit immer wieder aktualisiert, doch. Also bei mir. Nee, bei mir aber nicht. Die sind nirgendwo im Log. Also. Die Benachrichtigung taucht nur auf, aber irgendwie. Nein, selbst die Benachrichtigung bekomme ich nicht. Also, ne, die hatte ich heute. Ja.
War aber knapp, mein Freund. Oh Gott, oh Gott. Kuckuck. Das ist vorbeigegangen. Mhm. Jetzt gegen den Vulkan. Eine Signalleuchte beim Vulkan abgeht. Oh, jetzt. Mal gucken, wer hinkommt. Kommen da so mehrere Gläser zum aktiven Vulkan hin. Oh Gott. Ich höre schon mal Wasser einmachen. Ich hab mal Wasser. Ach schön. Oh, der kommt auf uns zu. Auf mich. Ach, mich auch. Und das Schiff brennt. Ja. Gut, da war noch nicht so weit unterwegs an. Hängst du im Wasser? Ich hänge auf der Reling bei mir. Du hängst bei mir dran. Quasi im Wasser. Ach du Heilige. Besten Piraten ever, ey. Weil die ganze Zeit ging es, also bis wir jetzt zu Rubis Voll kamen. Rubis Voll, also. Rubis Voll ist verbuggt. Mit Rubis Voll hat es angefangen, dass es schwierig wurde. Richtig. Aber es kommen da auch drei verschiedene Rätsel damit einmal auf. Also. Eins reicht doch hoch, eins nach dem anderen. Oh nein, ich bin im brennenden Schiff. Oh Gott. Danke. Ich pumpe und du lernst den Ausdruck gehen. Wir haben doch unten. Ja, egal. Solange wir Wasser haben, wir müssen noch ein paar Egel. Und der Brände gelöscht. Noch ein bisschen da hinten raucht es noch. Ah, ein Loch getopft. Ja, hier hinten ist nochmal Feuer ausgebrochen. Ah, hier hinten, oh Gott, hier sind nochmal zwei. Aber auch Glück gehabt. Schiff gerettet. Gib doch mal Wasser wieder rein ins Schiff. Unser Dreizack ist auch weg. Wir fahren Richtung Norden, ne? Warte mal. Sonst sind wir gleich am nächsten Ende. Machen wir da lang. Hm? Aber ein bisschen weiter weg von dem Vulkan. Da bin ich die Insel, wo wir eben waren. Ne? Also, doch, Ruby's Falls. Ach, leck mich am Arsch. Ja, das ist die links von uns. Ist. Ja. Ach, die wurde nur reden. Wir wollen nie wieder zu dir. Nicht mal.
Dann die ganzen. Gibst du was? Nein! Nein! Ach geil, Alter, 4. Obwohl, gerade in den. Die ganzen Papiere sind noch da. Nein! Verärmt. Dann sind sie die Tage oder später oder so immer noch mal. Ja, ich sag mal, wie gesagt, wenn wir jetzt auf, dann sind die eh weg. Deswegen. Ja gut, dann Ende. Wow. Weil ich sag, komm, wir gehen jetzt erstmal oben auf ins Nest und dann stimmen wir ab, dass wir hier das Schiff versinken. Das sitzen davon. Als gebührenden Abschied. Warte, müsste noch mal aufs Schiff. Naja, der Typ kommt ja gleich. Eigentlich. Ich glaube, das Ding einfach anhalten, wir werden damit. Die Meerjungfrau ist da. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit rumschippern, das reicht ja, wenn wir hier stehen bleiben. Doch. Lass halt doch weiter schippern. Du meinst. Da muss ich auch gleich nur kurz im Bericht. Warte mal, der Segel ist gut. Ab geht die wieder Sause. Oh, hier kommt die Insel und wir krachen da schön rein. In Richtung Vulkan, ja toll. Ach du willst. Ja, warte mal, ich muss erstmal abstimmen. Wie kann ich denn abstimmen? Warte mal. Ach, das groß, ne? Ach genau, bei meine Crew und dann da ist das Schiff versenken. Also ich hab's da zumindest. Ach ja, stimmt da, ja. Ja. Der Vulkan auch noch. Errungenschaft. Weggeploppt. Zu meinem Schiff. Das ist nirgendwo mehr, du mehr blöde Meerjungfrau. Doch, wir spawnen dann gleich woanders. Ja, ich weiß, aber trotzdem macht das so im ersten Moment. Da ich hab das Schiff selber versenkt und dann so zurück zu meinem Schiff. Das ist da unten. Kann ich selber enttauchen. Ja, Leute, das war Sea of Thieves. Warte mal, ich kann mich dann. So, das war Sea of Thieves für diese Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut. Ciao. Er taucht ab. Ob die Haie hier um uns rumkreisen. Das war lauter mal. Ach ja, danke, du Arsch. Du kannst noch was sagen.